Praktiken durchgehen, ja, um dann sozusagen frei von sexuellem Verlangen zu werden. Das ist so unsinnig, meine Lieben, als würde ich einem Alkoholiker sagen, sauf nur schön weiter, bis du nicht mehr kannst, dann wirst du deinen Alkoholismus los. Ein Alkoholiker bringt man auf Entzug, so wie jemand auf Drogenmissbrauch. Und einen Lama, den sollte man auch auf Entzug bringen. Ja? Boah. Und da sagt der Dalai Lama, er empfindet Mitgefühl für Lebewesen. Und da sagt der Dalai Lama, er empfindet Mitgefühl für Lebewesen. Und da sagt der Dalai Lama, er empfindet Mitgefühl für Lebewesen, wenn er lehrt, dass man Frauen vergewaltigen soll, wenn sie menstruieren. Oh je, oh je. Gemäß der Lehre, meine Lieben, von Kala Chakra Tantra, die vom Dalai Lama vertreten will, sollen sich Frauen in den raffiniertesten Liebestechniken und Kamasutra ausbilden lassen, damit man dann das sexuelle Verlangen überwindet. Ja, vor allen Dingen. Das ist so, als wenn ich wiederum einem Alkoholiker sage: Du, was trinkst denn du bis jetzt? Naja, ich bin Alkoholiker, ich trinke Fusel. Na nein, ich bringe dir jetzt was Besonderes. Also beim nächsten Mal gibt es mal ein Martini. Geschüttelt, nicht gerührt, um mal mit James Bond zu sprechen. Und dann kriegst du ein Eierlikör und die trinkst du abwechselnd. So, und dann wirst du frei vom Alkoholismus. Das Ziel ist also, den Samenerguss zu verhindern. Ja? Die Vaginalflüssigkeit der Frau durch den Penis auszusaugen. Die Frau ist die Mudra, die mit dem niedrigen Geschlecht geboren wurde, laut Lama. Und da gibt es eben verschiedene Arten von Frauen oder Sexgefährtinnen. Und jetzt kommt's. Da sollte man eigentlich die Polizei hinschicken, meine Lieben. Die achtjährige Jungfrau, Kumari, ach, mit Kindern geht's da auch los. Die achtjährige Jungfrau, Kumari, ach, mit Kindern geht's da auch los. Dann die 12-jährige Salika, 16-jährige Sita mit Menstruation, deshalb möchte man immer gern die in der Pubertät haben. Und dann die 20-jährige Balika, was darüber ist, gilt als Oma, wird nicht verwendet. Das sind die verschiedenen Sexgefährten, laut Lama. Gemäß Mahasiddhasaraha. Wie hier die buddhistischen, reinen, heiligen, geistigen Begriffe verwendet werden für einen Sexkult, für einen Folterkult. Zu den Folterkammern des Dalai Lama kommen wir auch noch. Ich meine, ich kann gar nicht alles sagen hier, meine Lieben. Es hören vielleicht auch Kinder zu. Ja? Kinder, die laut Lama Sexobjekte sind für Leute, die Gurus werden wollen. Sexobjekte sind für Leute, die Gurus werden wollen. Sexobjekte sind für Leute, die Gurus werden wollen. Und zwar vom 8. und 9. Lebensjahr an. Ja, da kommt ja die ganze pädophilen Diskussion wieder auf. Die Grünen würden sich freuen, wenn sie sagen: Siehst du, sogar eure Heiligkeit will Sex mit Kindern. Das ist doch schön. Kann Herr Trittin wieder sich etwas weniger schuldig fühlen und Herr. Wie heißt der Französische? Na, vergessen. Wenn er den geistigen Weg gehen will, dann, und er will wirklich schon in diesem Leben, was ich keinem anrate, weil die meisten schaffen es nicht, ein Verlangen überwinden oder es loswerden, dann kann er ihm nicht nachgeben und hoffen, dass er es überwindet. Das ist Perversion. Das ist VIP-Buddhismus, das jedem Haderlump und jedem Perversen und Pornostar erlaubt, ein Buddhist zu sein. Sowas gibt es nicht. Der Lama ist ja wie Geldmützensekte, sind die ja. Und da wird bei diesem Ritus eine Jungfrauenverehrung, wird ein Mädchen ausgesucht und auf die Initiation vorbereitet, ohne zu wissen, was mit ihm geschieht, also eine Achtjährige oder so. Ja, und dann fummelt man an der rum, nicht wahr? Man bringt sie zum Altar, verehrt sie nackt und dann darf sie ein Guru oder ein Schüler entjungfern. Und dann darf sie ein Guru oder ein Schüler entjungfern. Wenn sie zu sehr zappelt, wird sie festgehalten. Schämen sollt ihr euch was. Und diese Vergewaltigungsentjungferung, das ist der Ziel der Kala Chakra Tantra des Dalai Lama, die soll die innere Weiblichkeit im Manne herstellen. Meine Lieben, das ist richtig, dass im Mann Frau und Mann einem sind in der Seele. Und durch Reinkarnation manifestiert sich immer eine Hälfte. Und je mehr man sich natürlich körperlich mit der identifiziert, umso mehr zieht es einem zur anderen Hälfte hin. Weiblichen oder im Falle von Homosexualität, das haben wir auch gelehrt, was dann los ist und so weiter. Auf jeden Fall, wer sich natürlich nur als den Körper sieht, der mag nach anderen Körpern verlangen. Aber das Buch des Lichts lehrt ja gerade, dass wir in Meditation uns lösen können von den Haftungen des Körpers. Und wenn wir dann in ihm zurückgehen, können wir mit diesem Verlangen besser umgehen und keine Pornobuddhisten werden. Der Erhabene möge entschuldigen, wenn ich überhaupt den Dalai Lama im Zusammenhang mit ihm ernenne, das ist eine Beschmutzung der äußersten Art. Und nach dem
Nach der Vergewaltigung ist dann die Kama Mudra nichts wert. Das muss man mal wissen, ja. Meine Lieben, da geht es nur um Sex beim Dalai Lama. Nur um Sex. Meine Herren, nein. Wenn das vergewaltigte Mädchen sein Schweigen bricht, dann droht Strafe. Da droht der Dalai Lama dem Mädchen beim Bruch des Schweigegelübdes mit dem tantrischen Strafregister. Das bedeutet Wahnsinn, Tod und darüber hinaus jahrtausendlange Höllenstrafen. Das erwartet den Herrn Lama. Das kann ich Ihnen sagen. Das kann ich euch sagen. Ja? So, und nun können Sie, weil ja nichts anderes als an Sex denken und weil bei denen wahrscheinlich das Glied 24 Stunden am Tag steht, kann man bei diesen Herrn Gurus, kann man Frauen herbeizaubern durch Zaubersprüche. Feldgeborene Yoginis. Ja? Archetypen. Das Illusionskörper, die können sich dann daran, dann erscheinen die vor denen. Es erinnert mich an das Musical von Die drei Musketiere. Ja, da war der Kardinal auch, der wurde auf der Bühne gezeigt, war herrlich. Der stand da im Licht und plötzlich ging er, der Heiligkeit, und plötzlich ging das ganze Licht an und da waren 20 nackte Frauen um ihn. Der hat da nichts anderes gedacht. Ja, meine Lieben, wer sowas, deshalb sage ich immer, Man kann natürlich heilig werden in einem Leben, aber man soll aufpassen, welche Energien man da erweckt. Ich lehre immer den Mittelweg, ist besser. Aber mit dem inneren geistigen Ziel der Androgynität und des Geistigen und der Göttlichkeit, die wir sind. Aber Schritt für Schritt kommt das Glück. Wer das auf einmal will, der fällt in den Topf der Versuchung, wie diese ganzen Leute hier. Ja? Also es ist essentiell für den Dalai Lama, dass Vergewaltigung zum geistigen Fortschritt im sexuellen Bereich zählt. Die Frau muss sich aufopfern in der Vergewaltigung. Das weibliche Element wird damit geopfert. Völliges Missverständnis des Opfers. Das Opfer ist in Wirklichkeit, dass der Geist in die Materie fällt und sie überwinden muss, nicht indem er andere vergewaltigt. Ja? Völliges Missverständnis. Lest die Botschaft des wahren Gottes Nirvana. Und laut Dalai Lama müssen Frauen gezähmt werden, damit die Männer ihre weibliche Energie übernehmen können. Ne? Und da kommen wieder mit den Dakinis. Ihr wisst gar nicht, was Dakinis sind, liebe Buddhisten. Oder sogenannte Buddhisten vom Lama. Lest mal das Buch des Lichts, dann wisst ihr, was eine Dakini ist. So, und von der vernichteten Person, und die Frau ist ja das Übel im Buddhismus, nein, nicht im Buddhismus, um Gottes Willen, im Dalai Lamaismus. Der Dalai Lama hat mit dem Buddhismus so viel zu tun, wie ein Haufen Kuhkacke mit einem Juwel. So, und ich muss das jetzt mal ganz unbuddhistisch und hart sagen, bin ja Gott sei Dank kein Guru und kein Heiliger, ich darf mir sowas schon mal erlauben, um hier aber ganz klar eine Trennlinie zu ziehen. Dieser Mann gehört ins Gefängnis. Dieser Mann gehört ins Gefängnis. Und wenn irgendwo Pädophile im Gefängnis sind oder Männer, die Frauen vergewaltigen, warum nicht der Dalai Lama? Warum nicht der Dalai Lama? Warum nicht der Dalai Lama? Dessen Philosophie das ist. Ja? Und da opfern sich Yogini-Frauen aus Liebe zu ihrem Meister freiwillig. Ja, klar. Ja, und ich durfte dann in Los Angeles in meiner Schule die Wracks behandeln, die dann manchmal auf der Straße andere Männer einfach angefallen haben. Nicht aus Geilheit, sondern aus Wut. Und dann meditiert man an Frauenleichen. Und dann meditiert man an Frauenleichen. Und dann meditiert man an Frauenleichen. Ja? Ah, die nackte Leiche einer verstorbenen Frau als das provokanteste und wirksamste Meditationsobjekt für einen Initianten, um sich aus dem Netz des Samsara zu befreien. Diese Meditation an Frauenleichen, das heißt an Frauenleichen, an Leichen oder an verwesenen Körpern, ist ganz andere Art. Nicht sich daran aufgeilen, auch wie das dann da passiert, das ist ja ganz schrecklich. Sondern dass man sieht alles mit dem Anatta-Blick. Wenn einer den höchsten geistigen Weg gehen will, dann sieht er einen Hundehaufen genauso neutral an wie eine schöne Frau. Ja, kann man sagen. Ja? Dann ist in ihm keine Ablehnung mehr und keine Anhaftung. Versteht ihr das, meine Lieben? Aber das gilt nur für einen Heiligen. Der hat sich von allem gelöst. Dieser Kult von Dalai Lama, das sind doch reinkarnierte Pornostars, die wahrscheinlich später wieder Pornostars werden, bis sie sich das Leben nehmen, was die meisten Pornostars machen. Oder viele in der Pornoindustrie.
Ja. Und so definieren die sowas Schönes, solche reinen Worte wie Lotus ist für die Vagina. Bodhicitta ist für die Sperma. Sonne, Surya, ist Menstruationsblut. Also perverser geht's nicht. Es ist richtig, dass wenn ein Heiliger keinen Sex hat und sich die Samenessenz in ihm ansammelt, nicht durch Unterdrückung, sondern indem er meditiert, dass sie dann seinen ganzen Körper erfüllt und ihn erleuchtet und das Verlangen verschwindet. So wie der Lama das machen will, appelliert er an die Geilheit der Leute. Kundalini geht nach unten, verstärkt die unterste Chakra und erzeugt Mordgedanken, Vergewaltigungsgedanken, das ist ja dann das Ergebnis, Sexgedanken und die Pandora-Büchse wird geöffnet. Das heißt, er kehrt Kundalini um mit seinen ganzen Tantra-Sachen und die Straße mit Kundalini, meine Lieben, ist gepflastert von ihren Opfern. Gepflastert. Pfui, Teufel, Herr Lama. Und dann versuchen sie das zu verniedlichen. Also der deutsche Lama Govinda zum Beispiel, der sagt das als Abwehr gegen Nichtwissende. Ja? Und sagt dann, das sind fremde Eindringlinge in die Mysterien. Fremde Eindringlinge seid ihr in die Vagina der sich wehrenden Frau, die ihr vergewaltigt. Ja, so sieht's aus. Ich zitiere eine Zeugin. Ja, ich kenne mehrere. Aber bitte hier, June Campbell. Die war Liebesdienerin des Guru Kalo Rinpoche. Bis zur Entmündigung. Jahrelang. Und sie bestätigt alles. Gewalttätig, sexistischen Sachen im tibetischen System. Schädelknochen und Oberschenkelknochen von Frauen. Ich lese euch mal was vor. Also ich hoffe, Kinder hören jetzt nicht zu. Es ist wirklich schlimm. Aber man muss es mal sagen. Ja. Also zum Beispiel Aussage, insbesondere der Oberschenkelknochen einer 16-jährigen Jungfrau soll sich besonders gut für den Gebrauch als Kangling, ja, als Tibet, so eine Knochentrompete, die in Ritualen gespielt wird, eigene. Da werden Musikinstrumente mit Menschenknochen hergestellt. Aber es muss natürlich eine Jungfrau sein. Wo kriegen wir den Knochen bloß her? Wollen wir mal dort eine Soko hinschicken, nach den Leichen schauen? Furchtbar, furchtbar. Und da gibt es also Zeugenaussagen, sexueller Missbrauch von jungen Männern, und so habe ich ja schon gesprochen drüber. Sadhu-Buddhisten, Sexualmagie der Sadhu-Buddhisten, will ich mal was sagen. Das Wort Sadhu heißt Heiliger. Ein Heiliger hat keinen Sex. Er unterdrückt ihn auch nicht, er lässt sich auch nicht lutschen und er zieht auch nicht den Samen aus einer Frau zurück und so ein Quatsch. Sondern er ist heilig. Er ist transformiert, er ist liberated, er ist frei. Der Heilige sagt, ich habe 1000 Orgasmen in der Sekunde, ich brauche einen Sex nicht. Recht hat er. Denn, meine Lieben, und das muss mal gesagt werden, beim Orgasmus steigt Kundalini hoch, berührt von innen die Hypophyse und erzeugt ein Erleuchtungserlebnis. Ist klar. Nur wenn man dem eine Weile entsagen würde, oder der Heilige durch viele Leben, oder maßvoll sexuell sich verhält, steigt Kundalini an, sammelt sich, sammelt sich, sammelt sich. Und berührt von innen die Hypophyse, und zwar das immer. Und da findet ein ständiger, ja man kann sagen, Seligkeitsbewusstsein statt. Während beim Sex Kundalini hochgeht, die Hypophyse berührt, gut, man hat einen Orgasmus, dann knallt es aber wieder runter. Und es ist etwas niedriger als zuvor. Und bei vielen Menschen, die das übertreiben, führt es zu Depressionen. So, und nun kommen wir, ja, ich muss es sagen, hier. Was da passiert. Ja, Brüste von jungen toten Frauen werden abgeschnitten und gegessen, dann die Leiche verbrannt. Ja, habt ihr sie nicht mehr alle? Dadurch soll man magische Kräfte bekommen. Man soll zu einer Leiche von jungen Frauen gehen, eine junge Frau als Leiche, die Brüste abschneiden, sie verspeisen und die Leiche verbrennen. Das macht machtvoll. Ja, das wird dich karmisch gesehen, spätestens als Opfer im nächsten Leben eines solchen Vorganges machen. Und dann geht es auch darum, meine Lieben, es geht hier um Sex mit Leichen, Nekrophilie oder wie es das nennt. Und dann die Leiche verbrennen. Stellt euch das mal vor, meine Lieben. Die wollen da jemanden ausbuddeln im Sarg. Oder, ja, gut, in Indien gibt es viele. Da werden Frauen vergewaltigt und dann einfach weggeschmissen. So, dann nimmt man diese Frauenleiche, sagen die, soll man die nehmen und dann Sex mit ihr haben. Ja? Man riecht bei diesen Ashrams manchmal von weitem den Geruch von verbranntem Menschenfleisch.
Da ist einer gewesen, der sagt, während wir ein paar Treppen runtergingen, sahen wir einen Leichenverbrennungsort. Und dieser Sadhu, der praktiziert zuerst mit den Leichen von jungen Frauen, einen nekrophilen Geschlechtsakt. Er verbrennt die Leiche.